So, alles an. Möchte ich euch begrüßen wieder zu Plants vs. Zombies Battle for Naperville Livestream auf Twitch. Und wir werden ja wieder hier bei der Garden Warfare wieder mitmachen. Hoffentlich, dass es wieder besser wird. Jo, dann los geht's. Ich mache lieber, anstatt hier Gartenzwerg einzusammeln, hier die sogenannte Abschüsse. Dann nehme ich mal wieder den Schnapper und bereite mich dafür den bösen Überraschung. Hi. Hallo Mario! Willkommen im Stream. Wie geht's dir? Also, wie geht's? Wie steht's? Du bleibst schön stehen. Nom. Lecker, lecker, Zombie. Ideales, leckere, ideale Nahrungsbuffet für Schnapper. Oh, die haben wirklich eine Falle Wie würde man im eingebaut. Pokémon sein sagen? Ach ja, schnapp es AI dir alle. Gut und selbst. Mir geht's auch super. Ach, wenn ich dich mal fragen wollte, möchtest du gerne mitmachen oder hast du nicht so wirklich Lust drauf, mit Plants vs. Zombies zu spielen? Also eher gesagt bei Garden Warfare. Also eher gesagt, also sagt man so bei Gartenzwergbombe. Oh Gott, wegen Habe nur diesem die drei. blöden. Nur die drei. Das ist die dritte Teil, was ich gerade spiele. Das ist die dritte Teil. Okay. Und das nennt man nur den Garten Warfare, den Gartenzwergbombe. Ist nur nicht installiert. Ah, okay, aber wahrscheinlich dauert das ein bisschen bei dir. Und ich denke mal, wenn es zu lang dauert, da wird es wahrscheinlich nicht kommen. Also da. Aber zugucken kannst du auch auf jeden Fall. Lecker, lecker, au! Aua! Alter, sind das viele! Alter, sind das viele! Alter, sind das viele! Na, kein Wunder, dass wir kein. Warte mal, ich guck mal hier. Pflanzen haben. Pflanzen haben wir auch viele, aber einiges zu viele Zombies. Nein, ich wollte tauchen. Ich wollte tauchen. Nee, ist das nicht wieder dieser Affenfreak? Oh, die größten Erinnerungen hier direkt auf so einem Livestream. Oh Gott, nein, 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 verdammt. Ich glaube, ich sollte mal da doch lieber zum Teamsieg gehen. Ich glaube, es sind zu viele Zombies.
Ja. Ja. Was wollen wir denn machen? Was sollen wir da machen? Hat man keine Chance gegen die vielen Zombies. Aber trotzdem mache ich immer noch Garden Warfare weiter. Also hier. Wie soll ich einen Teamsieg sagen? Weil das macht. Nimmt man, das kriegt man. Münzen kriegt man zwar auch, aber nicht so viele. Deswegen bleibe ich bei dem Garden Warfare. Ja. GG. GG an euch beide. Mal sehen, was ich kriege. Mal sehen, ob wir dieses Mal Glück haben. So, wieder mit Schnapper. Okay, ich halte mal die Stellung. Im Hirngarten. Vorne und hier einen Garten. Okay, die Pflanzen haben erst die ersten Gartenzwergbombe. In einem Grab hinzugefügt, aber okay, wurde entschärft. Hi. Hallo, Dornprinzessin Joforga. Sage ich ja schon mal. Willkommen im Stream. Genießt den Stream und habt viel Spaß. Leckerbissen! Boom. Lecker, lecker. So, wiederbelebt. So. Okay, der Grab ist kaputt. Oh, Mist. Achtung! Nicht direkt abschießen lassen. Nein! Du sollst so schnappen! Scheibenkleister. Oh, die zweite Bombe an einem Friedhof. Ja! Niam. Lecker, lecker! Autsch. Das nenne ich meinen Boom. Okay, der Dieb ist jetzt wesentlich besser. Ja. Du wirst mich gerade mit der Wicht angreifen, ne? Vergiss es, vergiss es.
Wow! So, hab ich! Lecker, lecker Schmecker für den Schnapper. Bei dem alten Garden Warfare, also wo ich das auch gespielt habe, hat er immer jedes Mal gegrunzt wie verrückt, der Schnapper. Ja gut, weil das ist ja eine fleischfressende Pflanze. Der ist gefährlich. Hat immer einen großen Hunger auf Zombies. Nam. Lecker! Von einem Sprengteufel direkt eliminiert. Nein, 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 so nicht, Freundchen. Und wir haben gewonnen. Jawohl, jawohl, jawohl. Unser Sieg ist uns. GG, ihr drei! GG, 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 ihr drei. Und 9 Abschüsse und 2 Wiederbelebungen kann man sich sehen lassen. Ja, jetzt kann man jetzt mit Schnapper weitermachen. Und wieder mal so ein Preisometer-Kugel bekommen. Jeden Erfahrungspunkte durch Levelaufstieg. Jawohl! Jawohl! Ah, was war das denn? Was war das denn? Alter, das war jetzt verbuggt. Also das war jetzt wahrscheinlich ein Bug, was der Schnapper jetzt gefressen hatte. Oh oh, der rennt zum Garten.
entschärft. Der flüchtet, der flüchtet! Eikling. Na, ich wollte doch fressen! Als Appetithäppchen. Ah, das hat doch geklappt. Das hat doch geklappt. Nein, 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 nein. Scheibenkleister. Und Ortstar auf dem Dach. Da wurdest du geschnappt. Ja, das stimmt genau, aber meine Frage, können Zombies eigentlich hier schnappen? Es gibt ja keinen Zombie, der hier so rumschnappt. Ich kenne ja nur den Pflanze, den Schnapper. Ich kenne ja nur von Pflanzen gegen Zombies. Nur Pflanzen. Nur Pflanzen, okay. Nein, das ist wollte ich. Ich wollte doch schnappern. Okay, dann. Bam. Jawohl. Lecker, lecker. Mal Stachelkraut einpflanzen. Nom. Lecker. Nom. Jawohl. Nein, ich wollte verschnappen. Und Bumm. Oh, das wird ein zweiter Sieg kommen.
so schnapp. Ich finde deine Animation so cool gemacht. Oh Gott. Du kannst nicht verteidigen. Oh, schon Level 9? Das ging ja fix. Pro-Team-Pflanze. GG Goldmedaille, Goldmedaille. Jawoll, jawoll. Danke, Mario. Danke. Oh, zweiter Sieg. Hallo, Wald. Wer schreit? Ich höre nichts. Och, DB Dave. Ach, DB Dave. Oh mein Gott. So, 3-0. Also, er hat gesagt, ja, und GG if hier. Ich weiß nicht, was er für ein Schnapper so darstellen sollte. Wahrscheinlich so ein Bären- oder ein Katzenschnapper. Oh, 8000 Münzen. Schmeckt. Schmeckt. Schmackerino. Kolossale Fossilien. Oh, ich liebe Fossilien. Nix da. Ich bleib bei den Pflanzen. Akte? Zuerst mal Stachelkraut einpflanzen. Ich denke mal, derjenige, der sich von mir aufgefressen wurde, rastet da völlig aus, dass ich ihn immer gefressen habe. Oh, es gibt viele Menschen, die rasten vollkommen aus. Autsch. Alter. Oh! Oh Gott! Von der Lore getroffen! Er hat gesagt, von der Lore überfahren worden. Au! Au, au, au. Ich möchte nicht nochmal von einem Lore überfahren worden. Aha, da ist er! Hä, was war's? Was war das denn jetzt? Ich hab dich doch gefressen! Ich hab doch gefressen! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich hab dich doch gefressen! Wieso ist er rübergesprungen? Ich war, da war doch am Maul!
Brautebetrug. Ja, das kannst du laut sagen. Oh, 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 oh. Och, du Heimatland. Eieiei. Hallöchen! Bam! Lecker! Nimm du lieber. Gut, dann nehme ich eben. Oh Gott, das habe ich mir schon gedacht, das ist eine Falle dort. Dass es eine Falle aufgebaut ist. Das habe ich mir schon gedacht. Riesenbolzenkanone. Du sollst ihn auffressen! Du brauchst nicht wegrennen. Du brauchst es nicht wegrennen. Oh, verdammt, der war zu... Aber zu schnell. Was ist runtergefallen? Er ist runtergefallen. Alter, er wollte sich selbst retten, aber er hat sich selbst besiegt. Bombenstand, Pflanze 0, Zombie 1. Bombenstand, ja. 1 zu 0 für die Zombies. Autsch! Aua! Da bist du, steht noch 1 zu 0 für die Zombies. Scheibenkleister. Muss ich nicht von der Lore gefahren, überfahren lassen? So, aufgefressen und natürlich Level 10 gestiegen. Das heißt, da wird mir dann in den Schwindelpark hier einen weiteren Stern kriegen. Ach, Scheibenkleister, das wäre fast unser Sieg, unserer Punkt gewesen.
Oh, shit. Kämpfen sich echt wirklich gut. Der wird wahrscheinlich so jede Zeit ausrasten. Satz mit X Miraculix, ja. Das stimmt. Oh, 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 oh. 1-1. Richtig. Satz X mit Miraculix, aber jetzt 1-1. Ja. 1-1. Och, viele Preise Kugel als Belohnung. Neuer Bombenstand. Pflanze 1, Zombie 1. Ja, momentan herrscht es Gleichstand. Der Typ mit den lilanen Allstar, der fängt schon jederzeit an auszurasten, weil ich jederzeit gefressen habe. Oh, der ist sogar Meister mit... Mit 5 Sterne, uiuiui. Sind einiges viele Meister unterwegs. Ha! Denkst du, du kannst dich direkt flüchten? Echt ausgeglichen. Echt ausgeglichen, ja, das stimmt. Oh, schon wieder zum zweiten Mal von der Lore überfahren worden. Aua. Upsa. Okay, wenn man Vergraben einsetzt, da wird man nicht von der Lore getroffen. Das ist nämlich gut. Scheibenkleister. Aber das war wahrscheinlich Rache aus dem Grab, weil ich ja jederzeit immer gefressen habe. Vorsicht, die Nochen. Lorenverkehr. Ja, Lorenverkehr, das stimmt. Boah, schon wieder von einem, schon wieder von Sprengteufel explodiert worden. Also direkt gesprengt, also ich wurde von einem Sprengteufel getroffen. Ja, eigentlich wollte ich hier direkt hier diese... Ah, okay, die Stachelbombe hat wohl ein bisschen geholfen. Na! Ah! Nein! Scheibenkleister. Wir geben nicht auf, wir geben nicht auf. Wenn die Zeit um ist, ist dann wahrscheinlich erstmal extra Zeit. Und da werden die entweder die Zombies oder die Pflanzen die Bombe erreichen. Ja. Wieder mal den lilanen Allstar gefressen. Alter, der musste so einen starken Ausraster haben, um dafür zu erleben.
Oder mit dieses Ausdrücke und dann. Nein, Spute. Wiederbeleben. Oh Gott, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Diese Stinkerwolke. Noch mal gut gegangen. Ich weiß nicht, worauf das passiert ist, aber manchmal scheint einiges wirklich ein bisschen verbuggt zu sein. Nee, Freundchen. Warte, ich warte erstmal, bis der durchfährt. So, nochmal einen Unfall will ich nicht nochmal einmal bauen. Ah, dann habe ich einen riesigen Appetit. Extra Zeit? Oh oh. Oh nein. Jetzt heißt es alles oder nichts. Das wird ein rechten Kopf-an-Kopf-Kampf. Gott, nein, 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 nein. Schnell den Stachelkraut. Nein, nein! Oh Gott! Alter, wieder ein kompletter Ausraster. Oh nein. Na! Schade. Aber wenigstens gut gekämpft. Wenigstens gut gekämpft. Oh Gott, jetzt will ich gerne mal hier den besten Spieler sein und. Ah, schade. Schade, kein bester Spieler. Oh, 12.000. Ja.
Okay, gehen wir jetzt natürlich erstmal wieder kurz mal zurück. Warte mal, wie viel Reisometer Kugel habe ich? Ah, warte mal, ich muss erstmal hier den Schnapper erstmal hochstufen, weil der ist jetzt wieder auf Level 10 hochgestiegen. Warte mal, welche Stufe ist er? Warte mal, das erklären mal hier die Erbsenkanone. Der ist Spezialist, aber jetzt ist nicht mehr Spezialist, sondern Elite. Magen verdorben, ekliger Schleim dauert länger und Schmutzbad, erhöhte Bewegungs-, also irgendwas hier, also erhöhte Bewegung oder irgendwas. Mal sehen, was das hier so gibt. Feenstiefmutter, Kaiserin Dorna, Raketenkick und Modflitzer. Ach, immer noch kein Lavadrachenmäulchen im Laden. Schade, schade. Es fehlt noch sieben. Es fehlt noch einen einzigen Kugel. Warte mal, da muss man. Warte mal, welche Erfahrungspunkte brauche ich noch? 1012. Ja gut, mache ich noch einmal Garden Warfare und dann werde ich wahrscheinlich dann hier wenn ich einen einzigen Kugel erreicht habe, werde ich dann dazu einen Preis holen und dann noch die restlichen Münzen wieder mal Kapseln auszupacken, was ich für Geschenke kriege. Nein, ich wollte. Ich wollte doch nicht Erbstkanone nehmen. So. Alter, die haben echt wirklich lange gebraucht. Der normale Allstar. Weil wobei in Garden Warfare auch solche Skins für Zombies hatten, die haben auch hier zum Beispiel auch Paläontologe gehabt oder hier die Feuererbsenkanone oder andere weitere Skins. Ja, bei Garden Warfare, also bei Battle for Neighborville, ist halt anders. Weil die haben ganz andere unterschiedliche Skins. Bombenstand, Pflanze 0, Zombie 2. Ja, das stimmt, das stimmt.
Bis daneben. Jawoll, Preiskugelmeterbelohnung. Jawoll. Ich wusste, dass ich das sagen würde. Oh oh. Leute. Ja, ich wurde öfters getroffen. Verdammt nochmal. Oh Gott. Nee, das wird nix. Nee, das wird nix. Schade. Schade, schade. Ja. Ja, das stimmt. Schade, schade, schade. Schade, Schokolade. Ich hoffe, jetzt bei über 60.000 würde jetzt dann gleich reichen für die für den Automat. Warum hat er ein Eiscreme auf dem Kopf? Oder zählt das als Kostüm, also dieses Eiscreme-Kopf? Ach, Scheibenkleister. Scheibenkleister reicht nicht ganz, aber reicht nur für einen Kapsel. Ist ein Skin, glaub ich. Ja. Denke ich mal, das ist also dieser blaue Eiscreme-Schnapper. Also bei diesem Kopf hier, bei diesem blauen Eiscreme-Kopf ähnelte sich, also beim blauen Eiscreme ähnelte sich wie bei die Schlümpfe, also Schlumpfeis. Fuschelpuppe? Fuschelpuppe? Warte mal, das muss ich mal ansehen. Das muss ich mir ansehen. Oder gibt es noch in verschiedenen Farben? Okay, gelb, blau, rosa, schwarz und weiß. Okay, mir gefällt das am meisten. Das ist ein Wuschelpuppe. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist so lustig. Und Wuschelpuppe als Freund. So, jetzt haben wir 7 Stück. Jetzt können wir den Belohnung abholen. Fette Boxen für Sonnenblume. Teil des Eine Wuschelpuppe mit Banjo. Banjo. Nö, eine Wuschelpuppe mit Banjo. Ja, das ist eine Wuschelpuppe. Na gut, dann werde ich erstmal hier den Stream beenden und da sehen wir uns dann bald wieder. Mach's gut, ciao, ciao und bis bald. Und natürlich die Wuschelpuppe sagt doch natürlich ciao, ciao. Tschüssi. Bye, du Wuschelpuppe.